Achtes Kapitel. Der Weg nach Isengard. Und so trafen sie im Licht eines schönen Morgens auf der grünen Wiese am Klammbach wieder zusammen. König Theoden und Gandalf, der weiße Reiter. Bei ihnen waren Aragorn, Aratons Sohn, Legolas der Elb, Erkenbrand von der Westfold und die Edlen aus der Goldenen Halle. Um sie versammelten sich die Rohirrim, die Reiter der Mark. Und größer noch als ihre Siegesfreude war das Erstaunen, mit dem sie auf den Wald blickten. Plötzlich erhob sich frohes Geschrei, und vom Damm herab kamen die Männer, die in den Klamm getrieben worden waren. Es kamen der alte Gamling und Eomer, Eomunds Sohn, und Seite an Seite mit ihnen kam Gimli der Zwerg. Er hatte keinen Helm mehr auf und einen blutbefleckten Leinenverband um den Kopf, doch seine Stimme war voll und stark. 42, Herr Legolas, rief er. Ach, aber nun ist meine Axt schartig, denn der 42. hatte einen eisernen Kragen um den Hals. Und wie steht's bei dir? Um einen bist du mir voraus, antwortete Legolas. Doch gern gönne ich dir den Vorteil, so froh bin ich, dich auf den Beinen zu sehen. Willkommen, Eomer, Schwestersohn, sagte Theoden. Nun, da ich dich wohlbehalten sehe, bin ich erst recht froh. Seid gegrüßt, Herr der Mark, sagte Eomer. Die dunkle Nacht ist vorüber und es ist wieder Tag, doch dieser Tag bringt seltsame Neuigkeiten. Erstaunt blickte er zuerst auf den Wald und dann zu Gandalf. Wieder einmal kommst du unerwartet in der Stunde der Not. Unerwartet, wiederholte Gandalf. Ich habe doch gesagt, ich komme wieder und treffe euch hier. Doch weder wann noch wie du kommen würdest, hattest du vorausgesagt. Seltsame Hilfe bringst du. Das ist starker Zauber, Gandalf der Weiße. Mag sein, aber bis jetzt habe ich noch gar nichts gezeigt. Ich habe nur in einer gefährlichen Lage guten Rat erteilt und mir Schattenfels Schnelligkeit zunutze gemacht. Mehr verdankt ihr der eigenen Tapferkeit und den unermüdlichen Beinen der Männer von der Westfold, die die ganze Nacht hindurch marschiert sind. Dann wählte der König Männer aus, die unverletzt geblieben waren und ein schnelles Pferd hatten, und schickte sie mit der Siegesmeldung in alle Täler der Mark. Zugleich überbrachten sie den Aufruf des Königs, der allen Männern, ob jung oder alt, befahl, schnellstens nach Edoras zu kommen. Dort wollte der König am zweiten Tag nach Vollmond alle waffenfähigen Männer versammelt sehen. Für den Ritt nach Isengard wählte der König als Begleiter Eomer und 20 Mann seines Haustrupps. Mit Gandalf würden Aragorn, Legolas und Gimli reiten. Der Zwerg mochte trotz seiner Verwundung nicht zurückbleiben. Der König kehrte in die Hornburg zurück und legte sich schlafen. Er schlief so ruhig wie seit vielen Jahren nicht mehr, und auch die Männer, die ihn begleiten sollten, fanden Ruhe. Doch für alle anderen, soweit sie die Nacht unverletzt und mit heilen Knochen überstanden hatten, begann eine mühsame Plackerei. Denn viele waren im Kampf gefallen und lagen tot auf dem Feld oder in der Klamm. Von den Orks war keiner am Leben geblieben. Ihre Leichen waren unzählige, doch von den Dunländern hatten viele sich ergeben, die nun das Schlimmste befürchteten und um Gnade flehten. Die Männer der Mark nahmen ihnen die Waffen ab und schickten sie an die Arbeit. Helft uns nun, das Böse wieder gut zu machen, zu dem ihr beigetragen habt, sagte Erkenbrand zu ihnen. Und nachher sollt ihr einen Eid schwören, nie wieder unter Waffen die Isenfurten zu überschreiten oder mit den Feinden der Menschen zusammenzugehen. Und dann dürft ihr in euer Land zurückkehren, denn ihr seid von Saruman irregeführt worden. Viele von euch haben zum Lohn für ihr Vertrauen auf ihn den Tod gefunden. Aber hättet ihr gesiegt, wäre es euch nicht viel besser ergangen. Die Dunländer staunten, denn Saruman hatte ihnen eingeredet, die Menschen von Rohan seien brutale Schlechter und würden ihre Gefangenen bei lebendigem Leibe verbrennen. Die Orks wurden zu großen Haufen übereinander geworfen, weit ab von den Gräbern der Menschen und unweit des Waldrandes. Und die Menschen wussten nicht, wohin mit ihnen, denn die Aasberge waren zu hoch, als dass man sie hätte begraben oder verbrennen können. Brennholz war knapp, und den seltsamen Bäumen mit der Axt zu Leibe zu rücken, hätte selbst dann niemand gewagt, wenn Gandalf sie nicht darauf hingewiesen hätte, wie gefährlich es sei, hier auch nur einen Zweig oder ein Stück Rinde anzurühren. »Lass die Orks liegen«, sagte Gandalf. Der Morgen wird neuen Rat bringen. Die Sonne sank schon zu den Hügeln im Westen der Talschluchten herab, als Theoden und Gandalf mit ihren Begleitern vom Damm herabritten. Eine Weile ritten sie schweigend weiter, aber Legolas schaute immerzu nach links und rechts und hätte oft gern angehalten, um auf die Waldgeräusche zu lauschen, wenn Gimli es gestattet hätte. »Die seltsamsten Bäume, die ich je gesehen, sind dies«, sagte er. Und dabei habe ich doch viele, selbst Eichen, vom Samen bis ins morsche Alter hinein wachsen sehen. Hätte ich nur Muße, unter sie zu gehen.
Sie haben Stimmen, und mit der Zeit verstünde ich vielleicht ihre Gedanken. Bloß nicht, brummte Gimli. Lassen wir sie lieber unter sich. Ihre Gedanken kann ich unschwer erraten. Sie hassen alles, was auf zwei Beinen geht, und in ihrer Sprache dreht sich alles ums Erwürgen und Zermalmen. Nicht alle, die auf zwei Beinen gehen, sagte Legolas. Darin, glaube ich, irrst du. Nur die Orks hassen sie. Denn die Bäume gehören nicht hierher, und von Elben und Menschen wissen sie wenig. Fern von hier sind die Täler, in denen sie sprosten. Aus Fangorns Tiefen, Gimli, sind sie vermutlich gekommen. Dann ist das der gefährlichste Wald in ganz Mittelerde. Ich sollte dankbar sein für das, was sie hier geleistet haben, aber lieben kann ich sie nicht. Endlich ließen sie alle die Bäume hinter sich und befanden sich nun am unteren Ende der Talschlucht, wo der Weg von Helmsklamm sich verzweigte in einen, der ostwärts nach Edoras und einen, der zu den Isenfurten im Norden führte. Als sie aus dem Saum des Waldes hervortraten, hielt Legolas an und blickte bedauernd zurück. Plötzlich schrie er auf. »Dort sind die Augen«, rief er, »Augen, die aus den Schatten der Zweige hervorblicken. Nie habe ich solche Augen gesehen.« Überrascht von seinem Schrei hielten auch die anderen an und sahen sich um. Legolas aber machte kehrt und wollte zurückreiten. »Nein«, brüllte Gimli, »tu meinetwegen, was der Wahnsinn dir eingibt, aber lass mich erst von diesem Pferd runter. Ich will keine Augen sehen.« »Bleib da, Legolas Grünblatt«, befahl Gandalf. »Geh nicht zurück in den Wald, noch nicht. Jetzt ist nicht die Zeit für dich.« Während er das sagte, traten drei seltsame Gestalten aus dem Wald hervor. Groß wie Trolle waren sie, 12 Fuß oder mehr, die Körper stark wie junge Bäume, schienen mit einem eng anliegenden graubraunen Gewand bedeckt zu sein, das aber vielleicht auch eine Haut war. Ihre Glieder waren lang und die Hände hatten viele Finger, das Haar stand steif ab und die Bärte waren graugrün wie Moos. Sie schauten feierlich drein, blickten aber nicht zu den Reitern her, sondern nach Norden. Plötzlich legten sie die langen Hände an den Mund und stießen schallende Rufe aus. Klar wie Hornstöße, aber melodischer und wechselvoller. Die Rufe wurden beantwortet, und als sich die Reiter wieder umdrehten, sahen sie andere Gestalten von gleicher Art rasch von Norden über die Wiesen näher kommen. Ihr Gang erinnerte an das Staxen von Reihern, doch nicht in der Geschwindigkeit, denn bei ihren langen Schritten bewegten die Beine sich schneller, als der Reiher mit den Flügeln schlägt. Die Menschen machten ihrer Verwunderung mit lauten Ausrufen Luft, und manche legten die Hand an den Schwertgriff. »Ihr braucht keine Waffen«, murmelte Gandalf. »Dies sind nur Hirten, sie sind nicht unsere Feinde, und eigentlich interessieren wir sie überhaupt nicht.« So schien es in der Tat zu sein, denn während er noch sprach, traten die großen Burschen in den Wald ein, ohne die Reiter eines Blicks zu würdigen, und verschwanden. »Hirten«, sagte Theoden, »wo sind ihre Herden? Was sind das für welche, Gandalf? Denn offenbar sind sie zumindest dir nicht fremd.« »Es sind die Hirten der Bäume«, antwortete jener. »Habt ihr denn so lange schon keine Geschichten mehr gehört, wie man sie sich am Herdfeuer erzählt? Gewiss gibt es in eurem Land Kinder, die sich aus den losen Fäden unserer Geschichte die Antwort auf eure Frage zusammenknüpfen könnten. Ihr habt Ents gesehen, o König, Ents aus dem Fangornwald. Dachtet ihr, man hätte ihm seinen Namen nur aus einer Märchenlaune gegeben? Nein, Theoden, es ist ganz anders. Für die Ents seid ihr nur eine schnell vergessene Geschichte. All die Jahre von Eorl dem Jungen bis zu Theoden dem Alten gelten ihnen für wenig, und alle Taten eures Hauses sind für sie nebensächlich.« Der König schwieg einen Moment. »Ents! Aus den Nachklängen der Sage, glaube ich«, sagte er nach einer Weile, »kann ich allmählich ein wenig von dem Wunder dieser Bäume verstehen, dass ich so seltsame Tage noch erlebe. Und doch muss ich auch traurig sein, denn wohin immer das Kriegsglück sich wenden mag, wird es nicht am Ende so sein, dass vieles, das schön und wunderbar ist, aus Mittelerde verschwindet.« »Das mag sein«, entgegnete Gandalf. »Saurons Übel lässt sich nicht völlig aus der Welt schaffen oder ungeschehen machen. Doch solche Tage sind uns beschieden. Nun weiter auf dem Weg, zu dem wir uns aufgemacht haben.« Nun ließ der Trupp das Klammtal und den Wald hinter sich und schlug den Weg zu den Furten ein. Legolas folgte widerstrebend. Die Sonne war schon unter den Rand der Welt gesunken, aber als die Reiter aus dem Schatten der Berge herauskamen und nach Westen zur Pforte von Rohan blickten, war der Himmel noch rot und ein glühendes Licht traf die dahintreibenden Wolken von unten. Kreisend
und schwärmen, toben sich viele schwarz gefiederte Vögel dunkel vom Himmel ab, und manche, die zu ihren Nestern in den Felsen zurückkehrten, flogen mit traurigem Krächzen über die Reiter hinweg. »Die Aaskrähen nach getaner Arbeit auf dem Schlachtfeld«, sagte Eomer. Sie ritten nun gemächlich, und auf die Ebene ringsum sank die Dunkelheit herab. Langsam stieg der Mond auf, der nun schon bald die volle Rundung erreichen würde, und in seinem kalten silbernen Licht dehnte sich das wellige Wiesenland wie ein weites graues Meer. Sie waren etwa 4 Stunden von der Weggabelung geritten, als sie sich den Furten näherten. Lange Hänge fielen rasch zum Fluss hinab, der sich hier über steinige Untiefen zwischen hohen grasbewachsenen Terrassen ausbreitete. »Trostlos sieht es jetzt aus hier«, sagte Eomer. »Welche Krankheit hat den Fluss befallen? Viel Schönes hat Saruman vernichtet. Hat er nur noch die Quellen des Isen austrocknen lassen?« »So könnte es scheinen«, sagte Gandalf. »Ach«, seufzte Theoden, »müssen wir denn hier vorüber, wo die aasfressenden Tiere jetzt so manchen wackeren Reiter der Mark verzehren? Dies ist unser Weg. Doch so sehr der Tod deiner Männer uns schmerzt, sollst du doch wenigstens sehen, dass die Bergwölfe sich nicht an ihnen gütlich tun. Ihre Freunde, die Orks, sind es, die sie verspeisen. So hält man's unter Freunden bei ihresgleichen.« »Seht«, meinte Gandalf. »Freunde waren hier schon am Werk.« In der Mitte des Werders war ein Hügelgrab errichtet, mit Steinen und vielen in den Boden gerammten Speeren umgeben. »Hier liegen alle Männer der Mark, die in der Nähe gefallen sind«, sagte Gandalf. »Mögen sie hier ruhen. Und wenn ihre Speere verrotten und verrostet sind, möge ihr Hügel hier immer noch die Isenfurten bewachen.« Sie lagerten sich neben dem Flussbett. Der Isen war immer noch still und leer. Manche schliefen ein wenig. Doch spät in der Nacht wurden sie alle durch einen Ruf der Wachen geweckt. Der Mond war untergegangen. Sterne leuchteten am Himmel. Aber über den Boden kroch eine Dunkelheit, die schwärzer war als die Nacht. Zu beiden Seiten des Flusses wälzte sie sich heran, in nördlicher Richtung. »Bleibt alle, wo ihr seid«, befahl Gandalf. »Zieht keine Waffen. Wartet, und es wird vorübergehen.« Nebel sammelte sich um ihr Lager. Oben blinkten schwach noch ein paar Sterne, doch zu beiden Seiten erhoben sich undurchdringlich dunkle Wände. Sie befanden sich in einer schmalen Gasse zwischen wandelnden Türmen von Schatten. Stimmen hörten sie, flüstern, stöhnen und ein nicht enden wollendes Rascheln des Seufzen. Und der Boden unter ihnen bebte. Lange, so schien es ihnen, saßen sie still da und wagten sich nicht zu rühren. Aber endlich waren die Dunkelheit und die Geräusche vorüber und verschwanden zwischen den Bergketten. Weiter südlich auf der Hauenburg hörten die Menschen um Mitternacht einen gewaltigen Lärm, wie wenn ein Sturm durchs Tal bliese und der Boden erzitterte. Alle hatten Angst und niemand wagte sich hinaus, aber als sie am Morgen Ausschau hielten, waren sie sprachlos. Die Leichen der Orks waren fort und ebenso die Bäume. Weit unten im Klammtal war das Gras braun und zertrampelt, als hätten riesenhafte Hirten dort große Viehherden weiden lassen. Eine Meile unterhalb des Damms aber war eine riesige Grube ausgehoben und wieder zugeschüttet worden. Und darüber waren Steine zu einem Hügel gehäuft. Die Menschen glaubten, dass die von ihnen erschlagenen Orks dort begraben lägen. Ob aber auch diejenigen dabei waren, die sich in den Wald geflüchtet hatten, konnte niemand sagen, denn kein Mensch setzte je einen Fuß auf diesen Hügel. Die Todeshöhe wurde er später genannt, und kein Gras wuchs auf ihm. Die seltsamen Bäume aber sah man im Klammtal nie wieder. Sie hatten nachts einen weiten Weg zurückgelegt und waren heimgekehrt in Fangons dunkle Täler. An den Orks hatten sie sich gerächt. Der König und sein Geleit schliefen in dieser Nacht nicht mehr, sahen oder hörten aber weiter nichts Merkwürdiges, bis auf eines. Der Fluss neben ihrem Lager erhob plötzlich seine Stimme. Brausend kam ein Wasserschwall über die Steine herab, und als er vorüber war, plätscherte und strudelte der Isen in seinem alten Bett wie eh und je. In aller Frühe brachen sie wieder auf. Das Licht drang grau und fahl durch die Wolken, und den Sonnenaufgang sahen sie nicht. Die Luft war schwerer von Nebel, und über dem Land ringsum lag ein übler Geruch. Nach einigen Meilen wurde die Straße zu einer breiten Allee, gepflastert mit großen viereckigen Steinen, die so eng aneinander schlossen, dass nirgendwo in einer Fuge für ein Hälmchen Gras Platz war. Zu beiden Seiten verliefen tiefe Rinnen, in denen ein wenig Wasser abfloss. Plötzlich sahen die Reiter eine hohe Säule vor sich. Sie war schwarz und trug einen großen, weiß gestrichenen Stein in der Form einer langen Hand. Der ausgestreckte Zeigefinger wies nach Norden. Sie wussten, dass es bis zum Tor von Isengard nicht mehr weit sein konnte,
und ihnen wurde beklommen zumute, aber ihre Augen konnten den Nebel vor ihnen nicht durchdringen. Am Fuß der Bergkette stand im Tal des Zauberers seit ungezählten Jahren die alte Festung, die bei den Menschen nun Isengard hieß. Zum Teil war sie so alt wie das Gebirge, aber auch die Menschen von Westernis hatten dort mächtige Bauten errichtet. Und Saruman, der seit langem dort wohnte, war nicht untätig gewesen. So sah es dort aus, als Saruman auf dem Gipfel seiner Macht war und von vielen als Oberster der Zauberer angesehen wurde. Ein großer Ringwall sprang wie eine hohe Felswand vom Hang des Berges vor, an den er sich anlehnte und kehrte in weitem Bogen wieder zurück. Nur ein Tor gewährte Einlass, unter einem hohen Bogen an der Südseite. Hier war ein langer Tunnel durch den schwarzen Fels gehauen und an beiden Enden mit mächtigen eisernen Türen versperrt. Wer eingetreten war und den hallenden Tunnel durchschritten hatte, sah vor sich eine große, kreisrunde Ebene, innen etwas vertieft wie ein riesiger, flacher Teller, eine Meile weit von Rand zu Rand gemessen. Einst war dies ein grüner Bezirk mit Straßen und Obstgärten gewesen, bewässert von Bergbächen, die hier zu einem kleinen See zusammenflossen. Aber in Sarumans späteren Tagen wuchs dort nichts Grünes mehr. Die Straßen waren mit harten, dunklen Steinplatten gepflastert und an ihren Rändern standen keine Bäume, sondern lange Reihen von Säulen, manche aus Marmor, manche aus Kupfer oder Stein, verbunden durch schwere Ketten. An der Innenseite des Walls standen viele Häuser, Hallen und Kammern, und Gänge waren in den Wall selbst eingelassen, so dass die ganze offene Kreisfläche von unzähligen Fenstern und dunklen Türen umgeben war. Tausende konnten dort unterkommen. Arbeiter, Diener, Sklaven und Krieger mit großen Waffenlagern, und in unterirdischen Ställen wurden Wölfe gehalten. Auch die Ebene war durchlöchert und unterwühlt. Schächte waren tief in den Boden hineingetrieben und am Einstieg mit flachen Hügeln oder steinernen Kuppeln bedeckt. Im Mondschein sah der Ring von Isengard wie ein Friedhof mit unruhig schlafenden Toten aus, denn der Boden bebte. Die Schächte führten über viele Stollen und Wendeltreppen, in tiefe Verliese hinab, und dort hatte Saruman seine Schatzkammern, Vorrats- und Waffenlager, Schmieden und Schmelzöfen. Alle Straßen liefen zwischen ihren Ketten auf die Mitte zu. Dort stand ein Turm von herrlicher Gestalt. Er war von den alten Baumeistern geschaffen, die den Ring von Isengard eingeebnet hatten, und doch sah er nicht wie von Menschenhand gebildet aus, sondern wie in den urzeitlichen Geburtswehen der Berge aus dem Gebein der Erde herausgerissen. Wie ein gezackter Berggipfel und zugleich wie eine Felseninsel war er, schwarz und glänzend hart. Vier mächtige Pfeiler aus vielkantigem Stein waren zu einem einzigen zusammengeschweißt, doch nah unter dem Gipfel trennten sie sich und liefen in vier Zacken aus, die Zinnen des Turms spitz wie Speere und die Kanten messerscharf. In dem engen Raum zwischen ihnen, auf einer Plattform aus glatt geschliffenem Stein, die mit seltsamen Zeichen beschriftet war, konnte man aus 500 Fuß Höhe über die Ebene hinsehen. Eine starke und wundersame Festung war Isengard, und lange Zeit war es auch schön gewesen. Große Fürsten hatten dort gewohnt, Gondors Statthalter im Westen und kluge Männer, die die Sterne beobachteten. Doch allmählich hatte Saruman es seinen wechselhaften Plänen anverwandelt, und es war, wie er glaubte, verbessert, worin er sich täuschte, denn alle Künste und Kenntnisse, um deren Willen er seiner früheren Weisheit entsagte und die er sich selbst entdeckt zu haben schmeichelte, stammte in Wahrheit aus Mordor. Nun ritt Gandalf an der großen Säule mit der Hand vorüber, und die anderen bemerkten, dass die Hand plötzlich nicht mehr weiß war. Sie schien mit etwas wie ausgetrocknetem Blut befleckt zu sein, und als sie genauer hinsahen, stellten sie fest, dass die Fingernägel rot waren. Ohne darauf zu achten, ritt Gandalf weiter in den Nebel hinein, und sie folgten ihm unter manchen Bedenken. Überall sahen sie am Straßenrand nun, als hätte es eine Überschwemmung gegeben, große Wasserlachen, die die Senken ausfüllten und kleine Rinnsale zwischen den Steinen. Endlich hielt Gandalf und winkte sie zu sich heran. Sie sahen, dass sich vor ihm der Nebel gelichtet hatte und ein wenig blassen Sonnenschein durchließ. Mittag war vorüber. Sie standen vor dem Tor von Isengard. Aber die Türen lagen verbogen und verbeult auf dem Boden. Und ringsum lagen Steine, kreuz und quer verstreut oder in hohen Trümmerhaufen übereinander, geborsten oder in unzählige gezackte Scherben zersplittert. Die runde Ebene hinter dem Tor stand unter dampfendem Wasser, ein brodelnder Kessel, in dem Balken und Sparren, Kisten und Fässer zerbrochene Gerätschaften durcheinander herumschwammen. Verbogene und schiefe Stümpfe von zersplitterten Säulen ragten noch über die Flut hinaus. Aber alle Straßen waren überschwemmt. In weiter Ferne, so schien es, halb verhangen in waberndem Gewölk, ragte der Inselfelsen empor. Der Turm von Orthanc stand noch, hoch, dunkel, ungebrochen von Sturm. Trübes Wasser schwappte um seine Füße.
Der König und seine Begleiter blieben schweigend im Sattel sitzen. Mit Staunen sahen sie, dass Sarumans Festung gestürmt worden war. Aber wie das zugegangen sein mochte, konnten sie nicht erraten. Und nun wandten sie die Blicke zu dem zertrümmerten Tor und den herausgerissenen Türen hin. Dicht daneben lag ein großer Schutthaufen, und plötzlich bemerkten sie zwei kleine Gestalten, die es sich darauf bequem gemacht hatten, grau gekleidet, so dass sie zwischen den Steinen kaum zu erkennen waren. Neben ihnen standen Flaschen, Teller und Schüsseln, die zu verraten schienen, dass sie gerade ausgiebig gespeist hatten und sich nun von dieser Anstrengung erholten. Der eine schien zu schlafen, der andere saß mit überschlagenen Beinen und hinterm Kopf verschränkten Armen an einem Trümmerbrocken gelehnt und ließ aus seinem Munde lange Fäden und kleine Ringe von dünnen blauen Rauch aufsteigen. Theoden, Eomer und ihre Begleiter machten große Augen. Inmitten all der Verwüstungen von Isengard war dies für sie der merkwürdigste Anblick. Doch ehe der König etwas sagen konnte, hatte der kleine Rauchbläser die Reiter bemerkt, wie sie am Rande seines Blickfelds stumm im Nebel saßen. Er sprang auf. Wie ein junger Mann sah er aus, oder war es vielleicht auch, obwohl von wenig mehr als halber Mannesgröße. Über dem braunen Kraushaar trug er keine Kopfbedeckung. Sein grauer, verwitterter Mantel aber war vom gleichen Stoff und Schnitt wie die Mäntel, in denen Gandalfs Gefährten nach Edoras geritten kamen. Er machte eine tiefe Verbeugung, die Hand auf der Brust. Dann, als ob er den Zauberer und seine Freunde nicht erkannt hätte, wandte er sich an Eomer und den König. »Willkommen in Isengard, meine Herren«, begrüßte er. »Wir sind hier die Türhüter. Meredox Saradox Sohn ist mein Name. Und mein Kamerad, den leider die Müdigkeit übermattert.« Hier stupste er den anderen mit dem Fuß an. »Ist Peregrin, Paladins Sohn, aus dem Hause Tuck. Weit im Norden liegt unsere Heimat. Herr Saruman ist zu Hause, im Moment aber in einer Besprechung mit einem Herrn Schlangenzunge. Sonst wäre er sicherlich hier, um Ihnen zu sagen, wie sehr er sich durch Ihren Besuch geehrt fühlt.« »Sicherlich«, lachte Gandalf. »Und war es Herr Saruman, der euch aufgetragen hat, seine beschädigten Türen zu hüten und etwa eintreffende Gäste zu begrüßen, soweit eure Beschäftigung mit Tellern und Flaschen es gestattet?« »Nein, werter Herr, die Angelegenheit muss ihm entgangen sein«, antwortete Merry würdevoll. »Er war sehr in Anspruch genommen. Unsere Anweisungen erhielten wir von Herrn Baumbart, der die Verwaltung von Isengard übernommen hat. Er hat mir aufgetragen, den König von Rohan mit geziemenden Worten zu begrüßen. Ich habe mein Bestes getan.« »Und was sagst du zu uns, deinen Freunden? Was sagst du zu Legolas und mir?« rief Gimli, der nicht länger an sich halten konnte. »Ihr Halunken! Ihr wollfüßigen, grausköpfigen Tagediebe! Eine schöne Hetzjagd habt ihr uns eingebrockt. 200 Wegstunden durch Sumpf und Wald hauen und stechen, um euch zu retten, und hier finden wir euch schmausend und faulenzend und rauchend. Wo habt ihr das Kraut her, ihr Schufte? Hammer und Zange, es zerreißt mich schier zwischen Wut und Freude. Ich könnte platzen.« »Gimli spricht mir aus der Seele«, stimmte Legolas mit ein und lachte. »Doch mehr würde des Weines Herkunft mich interessieren.« »Was den Verstand angeht, habt ihr bei eurer Hetzjagd wohl keine Fortschritte gemacht«, quäkte Pippin, ein Auge aufschlagend. »Da findet ihr uns auf einem Schlachtfeld und inmitten der Siegesbeute und wundert euch, dass wir uns ein paar wohlverdiente Annehmlichkeiten gönnen.« »Wohlverdient«, sagte Gimli, »und das soll ich euch glauben?« Die Reiter lachten alle. »Kein Zweifel, hier haben wir ein Wiedersehen zwischen guten Freunden«, erkannte Theoden. »Dies sind also deine vermissten Gefährten, Gandalf. In diesen Zeiten geschehen Wunder über Wunder. Einige habe ich schon erlebt, seit ich mein Haus verließ. Und nun sehe ich hier mit eigenen Augen noch ein anderes Volk aus der Sage. Sind dies nicht die Halblinge, die man bei uns manchmal auch die Holbitlern nennt?« »Hobbits, wenn es Ihnen nichts ausmacht, Herr König«, verbesserte Pippin. »Hobbits, eure Zunge klingt ein wenig fremd, doch der Name scheint mir mundgerecht. Nichts, was ich je von euch hörte, kam der Wahrheit nahe.« Merry verneigte sich und Pippin stand auf und machte ebenfalls eine tiefe Verbeugung. »Sie sind sehr gütig, Herr König, oder jedenfalls hoffe ich, Ihre Worte so auffassen zu dürfen«, sagte er. »Doch dies nun ist auch ein Wunder, jedenfalls für mich. Viele Länder habe ich gesehen, seit ich aus meiner Heimat fortgegangen bin, doch nirgendwo Leute getroffen, die je irgendeine Geschichte über Hobbits gehört hätten.« »Mein Volk ist vor langer Zeit aus dem Norden gekommen«, erklärte Theoden. »Doch ich muss dich enttäuschen. Auch wir kennen keine Geschichten über Hobbits. Allein so viel erzählt man bei uns, dass in einem fernen Land hinter vielen Bergen und Flüssen das Halblingsvolk lebe, das in Höhlen in Sanddünen wohne. Doch Sagen von ihren Taten kennen wir nicht. Es heißt vielmehr, sie täten wenig und entzögen sich menschlichen Blicken dank ihrer Fähigkeit, im Nu zu verschwinden.« »Das allerdings, Herr König«, sagte Merry.
Ich habe aber nicht gehört, dass sie Rauch aus dem Munde blasen. Das wundert mich nicht. Denn dies ist eine Kunst, deren wir uns erst seit wenigen Generationen befleißigen. Es war Tobold Hornbläser aus Langrund im Südviertel, der in seinen Gärten zuerst das echte Pfeifenkraut zog. Etwa um das Jahr 1070 unserer Zeitrechnung, wie der alte Tobi zu der Pflanze gekommen sein mag. »Ihr wisst nicht, in welcher Gefahr ihr schwebt, Theoden«, unterbrach Gandalf. »Diese Hobbits können sich am Rand einer Katastrophe hinsetzen und die Freuden der Tafel erörtern oder von den kleinen Heldentaten ihrer Väter, Großväter und Urgroßväter sowie aller Vettern 1. bis 9. Grades erzählen, wenn ihr sie durch unmäßige Geduld dazu ermutigt. Für die Geschichte des Rauchens ist auch ein andermal noch Zeit. Wo ist Baumbart, Merry?« »Drüben an der Nordseite, glaube ich. Er ist einen Schluck, klares Wasser trinken gegangen. Die meisten anderen Ents sind bei ihm und immer noch an der Arbeit. Da drüben.« Merry deutete über den dampfenden See. Als sie hinsahen, hörten sie von dort ein Poltern und Rasseln, als stürzte eine Lawine den Berghang herab. Aus weiter Entfernung war ein Hum, Hum zu vernehmen, wie eine Siegesfanfare aus tiefen Hörnern. »Ist Orthanc denn unbewacht?« fragte Gandalf. »Dort ist Wasser. Aber Flinkbaum und einige andere passen auf. Die Pfosten und Säulen in der Ebene sind nicht alle von Saruman aufgepflanzt. Flinkbaum steht, glaube ich, dort am Felsen, nahe beim Fuß der Treppe.« »Ja, da steht ein großer grauer End«, bestätigte Legolas. »Aber seine Arme hängen an den Seiten herab, und er steht so still wie ein Türpfosten.« »Es ist schon Nachmittag, und seit heute früh haben wir nichts mehr gegessen. Trotzdem möchte ich mit Baumbart so bald wie möglich sprechen. Hat er keine Nachricht für mich hinterlassen, oder habt ihr das über euren Flaschen und Tellern vergessen?« »Freilich hat er eine Nachricht hinterlassen«, entgegnete Merry, »und ich wollte auch darauf zu sprechen kommen, wurde aber durch viele andere Fragen davon abgehalten. Ich wollte sagen, dass der Herr, der Mark und Gandalf, wenn sie bitte zum Nordwall reiten wollen, Baumbart dort treffen und ihm herzlich willkommen sein werden. Ich darf hinzufügen, dass sie dort auch einen Imbiss erster Güte vorfinden werden, beschafft und auserlesen von euren ergebensten Dienern.« Gandalf lachte wieder. »Schon besser. Nun, Theoden, kommt ihr mit mir zu Baumbart. Wir müssen außen herum reiten, aber es ist nicht weit. Wenn ihr ihn seht, werdet ihr vieles erfahren, denn Baumbart ist Fangorn, der Älteste und Oberste der Ents. Und wenn ihr mit ihm sprecht, sprecht ihr mit dem Ältesten aller lebenden Geschöpfe.« »Ich komme mit«, versicherte Theoden. »Lebt wohl, liebe Hobbits, mögen wir uns in meinem Hause wiedersehen. Dann wollt ihr mir zur Seite sitzen und mir von allem erzählen, was euch am Herzen liegt. Von den Taten eurer Ahnen, soweit eure Zählung zurückreicht, und vom alten Tobald und seiner Kräuterkunde will ich dann hören. Lebt wohl!« Die Hobbits verneigten sich noch einmal tief. »Also das ist der König von Rohan«, flüsterte Pippin. »Ein feiner alter Knabe. Und sehr höflich.«